Ja, also diese Ausdrücke stammt ja her von der dänischen Schriftsteller Martinus oder Martinus Thomsen. Der wurde in Dänemark in 1890 geboren und er lebte 90 Jahre und er ist gestorben in 1981. Und er hat erklärt, dass er ein ganz normales Leben auf dem Lande gelebt, aber als er 30 Jahre alt wurde, dann hat er eine Erleuchtung erlebt. Er hat eine Bewusstseinserweiterung mitgemacht. Er wurde initiiert oder eingeweiht. Aber Martinus erklärt es selbst, dass er hat die große Geburt mitgemacht. Er sagte, dass er hat kosmisches Bewusstsein bekommen, also ein ganz neues Bewusstseinszustand. Und er hat also eine sehr entwickelte Intuitionsfähigkeit. Und dadurch konnte er also wahrnehmen. Er konnte also Dinge in der geistigen Welt erleben. Wir können ja Autos und Fahrräder in der Straße sehen, aber mit dieselbe Leichtigkeit konnte Martinus also auch die geistige Welt beobachten und er konnte also auch die ewigen Prinzipien, die ewige Natur setzen, sowie physische wie geistige observieren. Und das wurde die Basis für seine gesamte Geisteswissenschaft. Ich ja weiß, an der Universität gibt es auch, was man nennt, also humane Wissenschaft und Geisteswissenschaft. Ich glaube auch, dass Rudolf Steiner hat von Geisteswissenschaft gesprochen. Aber das ist ja, wenn man sozusagen die geistige Welt zur Wissenschaft macht. Und Martinus hat dann also auch so einen Ausdruck gebraucht, dass sein Werk war ein Geisteswissenschaft, das war eine Kosmologie. Man spricht von die Martinus-Kosmologie. Und er hat auch davon gesprochen, dass er hat ein Weltbild gemacht. Und das war nicht eine zeitliche Weltbild, sondern er hat ein ewiges Weltbild gemacht. Und dazu hat er auch sein Werk als das dritte Testamente genannt. So, er hat ja so das, sein Werk auf verschiedene Art und Weisen beschrieben. Und der hatte also dieses Bewusstsein. Kosmisches Bewusstsein. Also ich würde sagen, dass sein Gesamtwerk ist ein wissenschaftliches Werk, weil das ist auf seine Beobachtung, das ist auf sein Wahrnehmen, kosmisches Wahrnehmen basiert. Aber trotz alledem hat er viel, sehr viel über Jesus Christus geschrieben, über die Bibel und sowas. Das war nicht notwendig für ihn, um eine Wissenschaft zu erschaffen. Aber hier auf der Erde gab es ja während Jahrhunderten sehr christliche Leute. Und dann hat er gespürt, dass er sollte also auch das in eine, auf eine wissenschaftliche Art und Weise erklären. Er würde auch Jesus gerechtigen, also zeigen, dass alles, was Jesus gesagt hatte, das war die Wahrheit. Dann kann er sich meine, mit seiner kosmischen Wissenschaft zeigen, dass alles, was Jesus sagte, das war die Wahrheit. Aber Jesus hat es nicht intellektuell erklärt. Die Leute, die für 2000 Jahren lebten, sie wollten gerne an Autoritäten glauben. Der hat ja Mirakeln, er konnte ja heilen auf mirakulöse Art und Weise. Deshalb haben die Leute blind an ihn geglaubt. Das geht heute nicht. Wir leben auf einem technischen, wissenschaftlichen Planeten. Nun wollen wir also logische Erklärungen haben. Und Martinus spricht davon, dass die ewige Wahrheit ist mehrmals hier auf der Erde inkarniert. Bei den alten Pyramiden, Lao Tse und Konfuzius und Buddha und Jesus. Also öfters mal wurde die ewige Wahrheit hier auf der Erde präsentiert. Aber, meint Martin, zum ersten Mal ist es für intellektuelle, intelligenzbetonte Leute präsentiert worden. So eigentlich, es gibt keine Neuigkeiten, was betrifft die Wahrheit oder die Ewigkeit. Aber Martinus hat es in einer Form erklärt, das ist zugänglich für normaler Intelligenz. Also er hat die ewige Wahrheit auf intuitive Art und Weise erlebt, aber es ist für normale Intelligenz erklärt. Und wenn er das erklärt, dann sagt er, dann hat er kosmische Analysen gemacht, er hat kosmische Analysen geschrieben. Aber trotz alledem hat er also sich sehr viel mit Jesus beschäftigt. Und Martinus hat erklärt, schon als Kind, wenn er war, hat einen Zweifel gehabt, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Dann hat er sich vorgestellt, konnte Jesus dieses tun? Dann hat er gespürt, ja, das konnte Jesus tun. Dann hat er es getan. Ab und zu mal hat er gespürt, nein, das konnte Jesus überhaupt nicht tun. Dann hat er es nicht getan. So auf diese Art und Weise wurde er ja so erzogen, weil ja, er wurde außerehelich geboren oder
aber er hat immer so ein starkes Verhältnis zu Jesus gehabt. Und auch als er seine Bewusstseinserweiterung erlebte, hat er auch eine Christusvision gehabt. Und da sah er eine Christusfigur. Das war diesem Gipsfigur oder von Bertel Thorvaldsen. Da steht so, und das ist, wo er ist so liebevoll, nicht der Gepeinte und Gekreuzigte. Der kam näher und näher, ging in Martinus Körper rein, und dann strahlte ein Licht, also ein Christuslicht, von Martinus selbst aus oder von diesem Christus. Und da hat er gesehen, dass die ganze Erde hat sich umgedreht in diesem Christuslicht. Und durch diese Einweihung hat Martinus gespürt, dass er sollte das Christentum vervollkommnen. Und er hat gespürt, dass er sollte Weltlehrer, also der hat so gespürt, dass einmal in der Zukunft will alle sämtliche Leute auf der Erde sich wie Christus benehmen. So, der sollte also das Christentum vervollkommnen. Und Martinus Kosmologie, die Geisteswissenschaft, ist eine Morallehre. Martinus wollen die Leute inspirieren, Nächstenliebe zu praktizieren. Und Martinus meint dann, dass sein Werk ist eigentlich eine Fortsetzung von der Mission von Jesus. Weil das war ja die Wahrheit, aber nur in einer autoritären, religiöser Form serviert. Und Martinus hat also geschrieben für moderne, intellektuelle, intelligenzbetonte Leute. Die Zielgruppe für Martinus-Kosmologie ist nicht religiöse Menschen, sondern materialistische Menschen. Martinus hat oft von humane Materialisten gesprochen. Die könnten auch an Gott nicht glauben, die möchte das gerne machen, aber die könnten das nicht tun. Sie waren nicht böse Menschen, sie waren nette und humane. Sie könnten bloß nicht auf Gott und an die Religionen glauben. Und dann sagt Martinus, die waren vielleicht auch Christliche früher, aber heutzutage finden sie die Religionen, das Christentum naiv, weil sie können keine logische Erklärung bekommen. Aber das hat Martinus dann gegeben. Also Jesus hat den Predigt auf dem Berg gemacht, der Vater unser, und er hat so viele Weißhauswörter ausgesprochen. Das ist die Wahrheit. Aber es ist nicht auf eine intellektuelle Art und Weise, logischer Art und Weise erklärt worden. Und das war dann die Mission von Martinus. Und dann letztendlich, 10 Jahre vor seinem Tod, hat er sich dafür entschlossen, sein Gesamtwerk, das Dritte Testament zu nennen. Das hört sich ja zwar ein bisschen religiös an, aber das war nur, weil Martinus konnte diese kulturellen Zusammenhänge sehen, wie also, es geht so eine Entwicklung. Eigentlich meine Martinus, dass die geistige Entwicklung der Menschen fing vor 90.000 Jahren an. Also mit Martinus meint, dass der Pyramid in Ägypten ist 90.000 Jahre alt. Und damals kam auch Christuswesen hier auf der Erde. Und damals könnten die damaligen Erdmenschen, könnten zum ersten Mal ein höheres religiöses Unterricht nehmen. Und das ist, was Martinus nennt, ein Welterlöserprinzip. Dann ab und zu mal kommt es ein Welterlöser oder ein Weltlehrer. Und das, also eigentlich ist das Christentum auf diese Pyramideinweihung basiert. Es geht weiter und weiter. Wie ein Gärtner im Garten, der muss doch ab und zu mal seinen Garten pflegen und das Unkraut wegnehmen und so weiter. Und dann ist es also, Martinus ist auch wie Jesus und Buddha ein Weltlehrer und ein Welterlöser. Aber zum ersten Mal wird die ewige Wahrheit in einer wissenschaftlichen Art und Weise präsentiert. Und das Ziel der Martinus-Kosmologie, das ist zu den Frieden auf der Erde. Martinus spricht ja, wie andere auch, von einem dauerhaften Frieden auf den Erden. Und Martinus-Kosmologie ist eine Morallehre. Der will also die Leute dazu inspirieren, Nächstenliebe zu praktizieren. Und Martinus hat also dann gezeigt, das einzige Logische, das eigentliche einzelne Wissenschaftliche ist, sich wie Christus zu benehmen. Wenn alle Menschen sich auf der ganzen Welt wie Christus sich benehmen, dann war es ja hier Frieden und Paradies und überall. Aber mit einer Einlebenstheorie, dann wird man eigentlich egoistisch. Aber wenn man sieht, es gibt mehrere Leben, dann kann man besser dafür argumentieren. Und Martinus hat so ein bisschen humoristisch gesagt, es lohnt sich, liebevoll zu sein. Das heißt also, man profitiert von der Praktizierung der Nächstenliebe. Und wenn die Leute das
intellektuell einsehen kann. Das einzige Logische, das einzige Wissenschaftliche, das ist, Nächstenliebe zu praktizieren. Ja, Martinus meinte, Christentum, das ist nicht an Christus zu glauben oder ich bin Mitglied von dieser Sekte oder dieser Auffassung. Ein Christen zu sein, im Augen von Martinus, bedeutet, dass man sich wie Christus benimmt. Das heißt, heutzutage gibt es sehr wenige Leute in der Kirche. Das sieht aus, als ob das Christentum degeneriert, dass es wird ein Fiasko werden. Aber Martinus, nein, überhaupt nicht, weil wenn ein Christen, also Christentum, das bedeutet, dass man sich wie Christus benimmt, dann hat jedenfalls die Christentum eine sehr, sehr große Zukunft. Aber dann wird es also Christentum nicht als Religion, sondern als Wissenschaft. Und das Dritte Testament bedeutet, dass Martinus hat das Christentum als eine Wissenschaft präsentiert. Eine Wissenschaft der Nächstenliebe.